Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendung zum Gebertbrief. Wir sprechen heute über das Thema Inflation und in dem Zusammenhang auch über über den Krieg in der Ukraine. Wir wollen nämlich einen Zusammenhang feststellen. Ist die Inflation wirklich in der Folge auf den Ukraine-Krieg so stark gestiegen oder hat das Ganze einen anderen Zusammenhang? Als Experten begrüße ich dazu Thomas Gebert. Herr Gebert, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind zuletzt nicht zurückgegangen. Im Monat Februar lag die Inflation bei 8,7%. In der Eurozone lag die Inflation zuletzt bei 8,5% und hat sich damit weniger stark abgeschwächt als eigentlich im Voraus erwartet. Sie haben uns ja heute auch einen Artikel aus der Financial Times mitgebracht. Ganz spannend, eine Kernaussage war, dass wenn die Inflation jetzt nicht nachhaltig besiegt wird in den USA, dass sie dann wiederkehren könnte. Und außerdem wurde ein Zusammenhang dargestellt zwischen der Inflation in den USA aktuell und der Verbraucherpreisentwicklung in den 70er Jahren. Was ist da dran? Sehen Sie da auch einen Zusammenhang? Ja, dazu natürlich erstmal hallo Frau Anatsch und herzlichen Dank für die Einladung in Ihre Sendung und natürlich auch hallo Ihren lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Dazu schauen wir uns vielleicht mal die erste Grafik an, auf die Sie sich beziehen, die aus der Financial Times stand. Da sehen wir den Inflationsverlauf in Rot in den 70er Jahren, also der Buckel in der Mitte 1973-74 und dann 1979-80 nochmal und darunter unseren aktuellen Inflationsverlauf in Blau, der im Moment etwa so aussieht, als ob er sich wie 1973-74 entwickelt. Das war jetzt natürlich die Vermutung, ob die beiden, ob das vielleicht jetzt bei uns auch wieder so sein könnte, dass die Inflation in ein paar Jahren wiederkommt, wie es in den 70er Jahren schon einmal war. Dazu betrachten wir die zweite Grafik, die ich in der letzten Sendung schon einmal gezeigt hatte. Die Inflationsrate richtet sich im Wesentlichen nach dem Ölpreis. Ich habe die Ölpreisveränderung gegen Vorjahr in schwarz aufgetragen und darüber den US-Konsumentenpreisindex, die Veränderung. Und da sehen wir, dass die Inflationsrate in den USA im Wesentlichen dem Ölpreis folgt. Und nur schon mal kurz vorweggegriffen, am rechten Rand sehen wir diesen dramatischen Abfall des Ölpreises. Und ist sogar jetzt im März, wird er sogar negativ gegenüber dem Vorjahr. Im letzten März war der Ölpreis ja über $120. Und das sollte zu einem deutlichen Rückgang der US-Inflationsrate führen. Jedenfalls, wenn wir jetzt von dieser Überlegung ausgehen, dass der Ölpreis die Inflationsrate macht, schauen wir uns vielleicht bitte noch mal die erste Grafik an. Und dann können wir auch diese beiden großen Inflationsbügel, die weit über die 6% ragen, 1974 und 1979 auch erklären. 1973 kam es zu einem sehr starken Anstieg des Ölpreises aufgrund des Yom Kippur-Krieges. Israel wurde von seinen Nachbarn angegriffen und in der Folge hatten auch die ölexportierenden Staaten, um die Aggressoren zu unterstützen und Israel zu schwächen, die Ölnachfuhr gestoppt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere damals Ölkrise, Sonntagsfahrverbote, das führte zu diesem Inflationsschock, den wir weltweit erlebt haben. Und 4 Monate später kam es dann zu einem erneuten Anstieg des Ölpreises, der für den zweiten Buckel verantwortlich ist. Und das war der erste Golfkrieg. Saddam Hussein hatte Iran überfallen und dadurch kam es auch zu einem Stocken der Ölnachfuhr. Und so kam es zu diesem zweiten Inflationsbuckel, der auch wieder auf die explodierenden Ölpreise zurückzuführen ist. Und entsprechend auch unser Inflationsbuckel, den wir jetzt ja ein bisschen schon überwunden haben und auf dem Abschwung sind, der kommt durch den Ukraine-Krieg. Also die blaue Linie, das ist jetzt die aktuelle Inflationsrate durch den Ukraine-Krieg. Jetzt aber aus diesen drei Kriegen zu folgen, die zu diesen Inflationsschüben geführt haben, zu folgern, dass wir jetzt wie 1900 in den 70er Jahren in 5 Jahren und 4 Monaten einen erneuten Krieg bekommen werden, der dann wieder zu einem Inflationsbuckel führen wird, ist natürlich weit hergeholt. Ein Krieg ist natürlich möglich, den Ölnachschub unterbindet, sodass es zu Inflation kommen kann. Aber jetzt einen zu postulieren, der zwingend kommen würde in 5 Jahren und 4 Monaten, halte ich für ziemlich abwegig. Also jetzt schon von einem Wiederkehr der Inflation zu sprechen, glaube ich, ist nicht sinnvoll.
Also wir schauen ja vor allem auf die Inflation, weil wir auch wissen wollen, wie reagieren die Notenbanken darauf und was hat das letztendlich für Auswirkungen auf die Börse? Sie haben gerade ein paar Beispiele genannt, zum Beispiel einige Kriege, und der Ukraine-Krieg ist ja derzeit der präsenteste, und im Rahmen der Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise ja so stark gestiegen. Aber Ihrer Überzeugung nach, habe ich jetzt rausgehört, Herr Gebert, Sie führen alle ja Inflationsschübe der letzten Jahrzehnte wirklich auf Kriege zurück? Ja, genau. Die der letzten 50 Jahre, die großen Preisschübe, die kamen eigentlich nur im Zusammenhang mit dem stockenden Ölnachschub aufgrund eines Krieges. Ohne Krieg hatten wir keine solchen Inflationsschübe. Aber man muss ja aber auch sagen, dass die Inflation ja auch schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges jetzt am 24. Februar 2022 gestiegen ist, vor allem in Deutschland. Also die Inflationsraten waren jetzt vorher auch über dem 2%-Ziel der EZB. Ja, das haben Sie vollkommen korrekt angemerkt in unserem Vorgespräch zu der Sendung. Deswegen habe ich den gerade das mal eingezeichnet. Wenn wir dazu vielleicht dann einmal die dritte Grafik sehen könnten, das ist jetzt die Inflationsrate im Euroraum. Und da habe ich mit einem roten Pfeil den Kriegsbeginn markiert. Und genau wie Sie sagen, die Inflationsrate ist schon vor dem Kriegsbeginn angestiegen. Aber das hatte diesmal folgende Bewandtnis. Es stockte vorher schon der Gasnachschub, den wir aus Russland bekommen. Wenn wir dazu vielleicht mal einmal die vierte Grafik sehen könnten. Das ist jetzt eine Grafik, die von The Daily Shot, das ist ein Informationsdienstleister, die ich hier mal zeigen möchte. Da hat schon im Juli 2021 der Gasnachschub aus Russland durch die Yamal-Pipeline, die in Malno in Deutschland ankommt, gestockt. Also Putin hat schon im Sommer 2021 den Gashahn zugedreht, offensichtlich in Vorbereitung des Krieges, um unsere Gasspeicher nicht voll werden zu lassen, damit er ein Druckmittel gegen uns in der Hand hat. Ich führe das also schon auf Kriegsvorbereitungen zurück. Und wenn wir jetzt dazu die fünfte Grafik einmal zeigen, und da habe ich jetzt eingezeichnet in einem, mit einem Pfeil schwarz, an dem der Gashahn uns zugedreht wurde. Und da ging es gerade los mit dem Anstieg der Inflationsrate. Es war also nicht der Kriegsbeginn, der Anstieg der Inflationsrate, sondern schon die Kriegsvorbereitung, bei der der Gasfluss gestoppt wurde oder reduziert wurde. Also man kann daraus eigentlich schließen, dass Putin da zu dem Zeitpunkt schon den Krieg vorbereitet hat. Herr Gebert, was bedeutet das jetzt alles konkret für Anleger? Ich habe anfangs schon mal die Inflationszahlen derzeit angesprochen. In Deutschland zuletzt im Februar bei 8,7%, in der Eurozone bei 8,5%. Wir haben auch gesagt, in der Financial Times in der Kolumne stand, dass die Inflation jetzt nachhaltig bekämpft werden muss, damit sie nicht wieder zurückkommt. Wie denken Sie, geht es in dem Zusammenhang jetzt weiter? Der Krieg in der Ukraine läuft ja auch weiterhin, fordert viele Opfer. Und auch die Notenbanken stehen vor Herausforderungen, einfach um auf diese Inflation zu reagieren. Das setzt die Börse unter Druck, das beobachten wir. Wir sehen Zinsängste am Markt. Wie geht es jetzt weiter für die Anleger? Also ich glaube, dass dieses sehr positive Szenario, von dem ich schon lange schwärme, dass es kommen würde, sich nach und nach materialisieren wird. Der zurückgekommene Ölpreis wird die Inflationsrate schon in Bälde sehr dramatisch sinken lassen. Es geht ja immer der Jahresvergleich mit dem im Vorjahr in die Berechnung der Inflationsrate ein. Und im März des letzten Jahres war der Ölpreis $120. Und wenn wir die Inflationsraten dann in diesem März und Mai, Juni berechnen, dann könnte es durchaus sein, dass die in den USA schon in der Gegend von 3% oder darunter liegen, sodass diese ganze Inflationsfurcht sich in diesem Sommer in Luft auflösen könnte und auch die Notwendigkeiten der Notenbank, den Kurzfristzins stark zu erhöhen, etwas nachlassen wird und vielleicht sogar gegen Ende des Jahres erst schon wieder sinken wird. Und am langen Ende, die Anleiherendite könnte das vielleicht sogar schon vorher vorwegnehmen und deutlich sinken. Das wäre also das positive Szenario, das sich aus einer rückläufigen Inflationsrate ergeben würde. Und der zweite positive Baustein, auf den ich da setze, das ist eine Konjunkturerholung, die auch in diesem Jahr kommen sollte. Und wir sehen die ersten Anzeichen. Jetzt in China kamen ja schon die ersten guten Nachrichten. Und China hat einen gewissen Vorlauf vor der Weltkonjunktur. Und da kann man daraus schließen, aus den Belebungen in China, dass die Weltkonjunktur sich da relativ bald erholen sollte. Also dieses ungewöhnlich gute Szenario, Inflationsrate geht zurück,
Und die Wirtschaft erholt sich, was selten ist und was extrem positiv ist. Ich meine, dass es aufgegleist ist und uns in diesem Jahr trotz des Zinsgegenwindes der letzten Woche und Inflationsgegenwindes der letzten Woche, der vorübergehend sein sollte. Also dieses Szenario, glaube ich, sollte uns in diesem Jahr noch viel Freude bereiten. Herr Gebert, ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich in diesem Gespräch von Ihnen erfahren habe und was die Zuschauer erfahren haben. Also alle großen Inflationsschübe der letzten Jahrzehnte sind Ihrer Meinung nach aufgrund der gestiegenen Energiepreise in dem Zusammenhang auf Kriege zurückzuführen. Sie denken, dass man den Ukraine-Krieg oder den Ausbruch auch schon anhand der stockenden Gaszufuhr hätte ein bisschen voraussehen können. Und Sie sagen aber auch, dadurch, dass die Ölpreise jetzt zurückgekommen sind und die Energiepreise, die Inflation zurückgeht, wenn da Ausschläge nach oben sind, liegt das eher an der hohen Nachfrage nach Öl, was für ein Wirtschaftsaufschwung spricht. Also Sie rechnen auch gar nicht mit einer Rezession, sondern eher mit einer Konjunkturerholung und somit auch für Optimismus an der Börse, richtig? Richtig, Frau Annert. Mit Optimismus, genau. Herr Gebert, dann blicken wir mal mit Optimismus auf die kommende Börsenwoche. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und dass Sie Ihre Expertise mit uns geteilt haben und sage bis zum nächsten Mal. Machen wir, Frau Annert. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch ganz herzlich für Ihr Interesse an der Sendung zum Gebert-Brief. Ich hoffe, wir sehen uns an anderer Stelle wieder. Bis bald.